Das ist Frank mit seinem, kann man ja nicht sagen. Das ist euer T6.1 als Allrad. Er ist höher gelegt, guck mal gerade ein bisschen. Genau. Bisschen höher gelegt, höher, das werden wir gleich mal zeigen. Radstand und eigentlich ja, so State of the Art, was wir momentan produzieren. Das Auto ist vor 2 Wochen ungefähr ausgeliefert worden. Ja, 2 Wochen, Frank. Das war nicht ganz billig, das Auto, aber es ist eine Wertanlage, genau. Tatsächlich, weil ähnlich wie ein G-Modell kann der nur noch an Wert gewinnen. Er wird demnächst gar nicht mehr gebaut. Richtig, der letzte seiner Art. Und das war es uns wert. Ja. Das ist noch ein richtiges Auto, muss man sagen. Die Grundkonstruktion der T4 ist ja schon, ich sag mal, uralt und der wurde immer wieder verbessert. Das heißt, das hier ist eigentlich die Quintessenz eines Volkswagen, oder? Genau, so richtig, ja. So. Hast richtig ausgedrückt, ja. So, das Ganze konntet ihr frei konfigurieren. Habt ihr das Auto komplett gekauft hier? Wir haben das Auto nackt hergebracht und Easygoing hat es komplett ausgebaut, nach unseren Wünschen, individuell. Der war neu? Der war neu. Wo habt ihr den herbekommen? Bei VW in Deutschland. Wie, einfach so gekauft, ey? Einfach so gekauft, ja. Das geht doch gar nicht mehr. Doch, das geht schon, wenn man lange, lange wartet, ja. Wie lange habt ihr gewartet? 9 Monate. 9 Monate. Was hat der für ein das Getriebe drin? Das Original? Ist ein, Formotion. Genau. Okay. Genau. So, der Motor 310 PS? 400. Chip-Tuning. Nee, was hat der 150? Nee, 150 PS Schalter, 6-Gang. Okay. Ja. So, das heißt, also das ist die gute Maschine, die jetzt nicht überzüchtet ist mit allen, genau. Wobei auch der 200 PS soll halten, aber das ist die sichere Variante. So, Dekor, wer hat sich fürs Dekor entschieden? Da vorne drauf ist so ein, was ist das für ein Stab? Das ist Carbon Purged, heißt es, glaube ich. Das war einfach mal was anderes wie ein normales Carbon. Ich wollte eine Carbon-Folie drauf haben, dann hat er da, wie gesagt, die Carbon-Purged ist sehr geil und hat mich überzeugt. Ja, ist anders. Ja, ist anders, ja. Und, so. Aber ich finde es sehr geil. Deine Frau ist Ärztin, ihr habt hier vorne noch ein bisschen bösen Blick gemacht. Ja, macht nichts. Aber nur ein bisschen. Also meiner war noch ein bisschen böser, muss ich dazu sagen. Aber ihr habt es wenigstens gut gemacht und ist gut geworden? Es ist sehr gut geworden, ja. Es ist richtig, richtig gut geworden. Wie lange hat es gedauert? Wie lange haben wir gewartet? Ich glaube, im Oktober haben wir ihn hergebracht und vor 2 Wochen haben wir ihn geholt. Im Oktober, jetzt ist Juni, das heißt genau. Also... Ja, im Mai haben wir ihn geholt. Die haben wir nicht durchgehend daran gearbeitet, oder? Nein, es war wirklich sehr umfangreich, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Volle Hütte, Wertanlage, das sage ich gar nicht so falsch. Also selbst wenn der jetzt ein bisschen gelaufen hat mit allem drum und dran, du wirst mit größerer Wahrscheinlichkeit in 5, 6 Jahren das gleiche nochmal kriegen, was du bezahlt hast. Das kann gut sein, ja. Aber es ist nicht der Plan, ihn wieder zu verkaufen. So. Sonst hättest du mir gerade mal deine Handynummer da gelassen in 5 Jahren. Aber die sind unglaublich gefragt. Ja. Ist jetzt kein Witz, wenn ich zu dir sage, wie kamst du daran an einen 4x4? Mittlerweile war das eigentlich immer so der Witz vom Sprinter V6. Die letzten, die kamen, wie kamst du daran? Aber das wird immer schwieriger, Allrad im Moment Fahrgestelle zu kriegen. Kriegt ihr noch ein paar? Richtig, ja, wir haben noch ein paar im Zulauf. Wir haben bald genug reagiert und großzügige Mengen an Fahrzeugen bestellt. Was muss ich denn kaufen am besten, wenn ich einen Fahrgestell besorgen soll? Soll ich einen Allrad-Kasten leer oder ist das am besten? Das kommt auf deine Bedürfnisse an. Kasten leer ist uns natürlich das Liebste, weil wir dann recht gut gestalten können. Ansonsten auch gerne mit uns ins Feedback treten, damit wir euch da beraten können. Gar keine Fenster ist gut? Gar keine Fenster ist sehr gut. Ja, sehr gut. So, das heißt, ihr könnt anfangen. Der hatte gar keine Fenster? Der hatte hinten das Fenster. Hatte hinten das Fenster und der Rest wurde eingebaut? Der Rest wurde eingebaut, ja. So, auch das ist gut. Der sieht aus wie ein Multivan. Also das heißt, die Scheiben wurden initiiert. Aber da ist eine Besonderheit, die sehen wir gleich auf der anderen Seite. Mhm. Ist das die Originalscheibe, die ihr hinten eingeklebt habt? Oder? Nein, das ist eine Zweitausrüsterqualität, also ein Nachbaufenster. Sieht aber aus wie das Original. Ja. So. Und da ist das Blech drunter, oder? Da ist jetzt das Blech drunter, richtig. Das ist nur eine Blindscheibe, damit es einfach die Limousinenoptik oder die Multivan-Optik hat. Ist euch gelungen, das kann ich sagen. Danke dir. So, die Farbe ist defoliert oder was ist? Ja, richtig. Der hat eine Vollfolierung bekommen. Eine Lackschutzfolie ist das. Da ist der David, unser Profi. Genau, in dem Fall ist es die Farbe Pure Grey. Das ist der originale Lack, der drunter ist, allerdings mit einer matten Lackschutzfolie gecovert. So entsteht eine ganz, ganz unique Optik. Guck mal, ihr habt den Originallack mit einer matten Lackschutzfolie. Das heißt, der ist nicht foliert in der Farbe, da ist nur eine Folie drüber. Richtig, es ist die Originalfarbe mit durchsichtiger, matter Folie. Es ist eine tricky Sache, aber man fährt einfach auch mit gutem Gewissen durchs Gelände.
Das heißt, die Originalfarbe altert nicht, da ist ein UV-Schutz drauf, nehme ich an. Da ist ein richtig, Steinschlagschutz, UV-Schutz, das alles hilft, dieses Fahrzeug darunter zu konservieren. Und das ist auch im Aspekt der Wertanlage und vor allem auch, ja, dass man mit gutem Wissen und Gewissen auch durch Zweige, Bäume ins Gelände kann. Was heißt hier der Radlauf zum Beispiel an der Seite, habt ihr auch behandelt? Ja, da ist eine Radlaufverbreiterung drauf. In Österreich haben wir da von der Gesetzeslage her ein bisschen mehr Abdeckungsanforderung als in Deutschland. Das sieht doch gut aus. Ne? Und ausschauen tut es auch gut, ja. So, hier vorne ist eine Einstiegsleiste. Ja, eine kleine Einstiegsleiste. Rammschutz. Spaß beiseite, das sind Rockslider von der Firma Cycle. Aber auch da geben wir die extra Meile und lassen die Schwarzpulver beschichten, damit es ins Fahrzeuggesamtkonzept passt. So, Rockslider heißt, ich kann an der Seite, wenn ich irgendwo anstoße, mache ich mir nicht gleich alles kaputt. Richtig. Die sind stabil. Ist das volles Material oder ist das Rohr? Das ist Rohr, ich denke 5 mm Aluminiumrohr. Das hält? Das hält gut und die Firma Cycle, manche kennen es vielleicht, ist einfach auch ein Partner, der auf... Die machen die Gewindefahrwerke. Nicht Gewinde, aber Höherlegungsfahrwerke für VW auch direkt. Und ja, das ist feinste Ware. Ist der höher? Der ist höher, ja. 40 mm. So, der hat Pedallok, da lachen ja die Hühner. Nee, ist nicht so, oder? Ist es drin. Also beides Bierlok und Pedallok. Genau. Da hast schon Angst ein bisschen, oder? Das ist ein geiles Teil, die Leute wollen es haben. Ist so ungefähr, ja. Ne? Sicherheit geht vor in dem Fall, ja. Das Bierlok ist echt? Ja. Okay, cool. So, 4WD, das habt ihr nochmal drauf gemacht, damit auch ja geklaut wird. Aber ich sag mal so, die Profis wissen, was drunter ist, oder? Ja, definitiv. Also, ganz klar. Hier sieht man sehr schön da diese Carbon-Optik. Das passt echt gut mit dem Grau zusammen. Da kann man auch daneben liegen. Du hättest das auch härter, hier so Berge drauf oder hier so Kinder, die sich die Hand geben. Kennst du das mit Elternkinder? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte man genauso haben und das ist perfekt geworden. Ja. So, hier keine Delta 4x4. Nein. Könnte ja gehen, aber das ist von der Optik auch sehr schön. Das heißt, ist die wirklich geteilt, die Felge? Das heißt, oder ist es nur Optik? Also du hast es ist geteilt, du hast einen Anschraubring, aber es ist keine richtige. Aber der Ring, wenn ich den jetzt zum Beispiel jetzt entsprechend verbollere oder so, dann kann ich den Ring tauschen. Dann da mal einen neuen drauf, richtig. Okay, das geht. Man könnte ihn auch lackieren in quietschgelb. Aber das habe ich vorgeschlagen, aber der Frank hat irgendwie Nein gesagt. Ist die Felge teuer? Ja, sie ist nicht günstig, aber ich würde sagen preiswert. Was für ein Reifen ist drauf? General Grabber AT3 in 235. Da steht ihr voll drauf, gell? Immer General Grabber. 60. Nein, auch gerne der BF Goodrich, aber es ist einfach genauso individuell wie der User, gehört auch der Reifen abgestimmt. Das Bulli, das hast du selber gekauft? Nein, das habe ich mit konfiguriert. Also, das heißt, ihr habt das Original-Bulli-Stück gekauft, oder? Nee, der Frank, also das ist eine Option bei VW. Das ist eine Option, also das kannst du... Ich glaube 86 Euro. 86 Euro, da kommt das Bulli-Schild. Ja, man kann es auch, ich habe es mir ja nachgekauft, dann habt ihr oben unten die schwarze Leiste, die muss sein, die hat ja jeder California, damit es so ein bisschen kommt. Er sieht optisch richtig toll aus, oder? Gefällt er dir? Sehr gut, natürlich, ja. So, deine Frau ist Ärztin, die ist allgemeine Ärztin. Was macht die so den ganzen Tag? Die macht Hausbesuche? Hausbesuche, dafür haben wir auch gekauft. Wir fahren Visiten damit. Ansonsten haben wir eine Ordination, also eine Praxis und arbeiten da den ganzen Tag. So, das heißt, Visiten bedeutet auch, das kann mal ein bisschen schlammiger werden, das kann auch mal Herbst werden, das kann Winter werden, korrekt? Genau. Wir leben direkt auf dem Land, auf dem Dorf und da brauchen wir so ein Fahrzeug, ja. Gott, zu Recht. Denn ich sag mal, Ärzte müssen kommen. Das ist eh allgemein Ärzte auf dem Land. Mhm. Das ist ja die Lizenz zum praktisch Millionär werden ohne Arbeit, korrekt? Naja, so einfach geht's nicht, aber. Nee, ich habe nur gehört, Landflucht, die Leute wollen gar kein Arzt werden auf dem Land. Viele wollen. Oder es ist schwer, Ärzte zu finden. Ist das in Österreich auch so? Nein, ich glaube nicht. Nee. Nein. So, wenn man gut ist, dann. Genau. Dann ist so. Hat deine Frau geheult bei der Übergabe? Nein, ich habe geheult. Du warst. Ist der Hammer, wenn man. Tränen, ja, wirklich. Der David kann das bestätigen. Also. Ja, hat er echt geweint wie ein Mädchen? Das ist immer noch so. Ja. Nicht wie ein Mädchen, sondern wie ein echter Mann, der sich auf sein Fahrzeug freut. Wirklich Freuden drin. Ich kann mir vorstellen, ich hatte ja selber einen T6 und wenn du ihn dann siehst, wenn er fertig ist mit allem drum und dran und du fährst das erste Mal, klappert da was drin? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Es ist nichts. Quietscht nichts, knirscht gar nichts. Nein, nichts. Gar nichts. Das ja, ich mein, glaub ich, mein Rücken vielleicht ein bisschen oder meine Hüfte, aber sonst quietscht da nichts. Wichtiger Anspruch, weil wenn du Aufbauten hast, die quietschen und klappern und machen und tun. Nein, das macht
keinen Spaß. Macht keinen Spaß. So, also wenn was klappert, ist es das, was ihr reingelegt habt in die Schubladen. Genau. Ja. So, oben hast du was drin im Rhino-Pack? Da sind zwei Stand-Up-Pedals drin im Moment. Die sind ja auch nicht billig, wenn sie geklaut werden. Hast du Angst? Ja, die kommen eh wieder runter. Also das ist eine Optik jetzt für den Dreh? Nein, es war nur ein Test. Also ja. Funktioniert, Test bestanden. Das ist der. Wir haben, der Frank war auch mitunter der Anstoß dessen, dass wir ein eigenes Roof-Rack-System für verschiedenste Fahrzeuge entwickelt haben. Auch dazu haben wir noch ein Video vorbereitet. Aber das ist, da ist eben auch diese Gestaltungsmöglichkeit für unsere Kunden ein großes Thema, dass wir miteinander eine Lösung erarbeiten, die wir dann in höchster Güte versuchen umzusetzen. Ja, ihr habt was Besonderes euch entschieden. Ihr habt keinen eigenen Träger gebaut, sondern habt den Originalträger, der wird von euch gepimpt und zwar ordentlich, dass er mehr halten kann. Er kriegt andere Farben, er kriegt wirklich ausgekügeltes Zubehör. Richtig, unser Heckträger, Original-Heckträger-Logo von VW, ist quasi der Rucksack für unsere Roamer oder andere Fahrzeuge. Und der wird verstärkt, auseinandergebaut, pulverbeschichtet und eben dann eventuell, so wie es deutsch ist, einfach als Fahrradträger verwendet, beziehungsweise auch umgerüstet auf einen Gepäcksträger für Reserverad, Kanister etc. So, was habt ihr mit dem Logo gemacht? Lackiert. Lackiert, okay, ich verstehe. Ihr habt das Logo lackiert, mal eben. Das heißt, ihr wollt es wirklich wissen. Ist die Anhängerkupplung abnehmbar, oder? Die hier? Ist in dem Fall abnehmbar. Ja. Abnehmbar, so ganz wichtig, dass man die schon hat. Hinten ein dezentes Logo. Das war okay, dass Sie da Ihren Namen draufschreiben dürfen? Das passt ja gut, ja. Passt sehr gut. Ja, ja. So, da ist es. Der Radstand. Man darf erkennen, dass es ein Roamer ist. Sehr schön. Der Radstand ist, geht in der Praxis? Ja, geht wunderbar, ja. Wir wollten extra den langen, ja. Ich glaube, da gewinnst du viel, oder? Ja. Wirklich viel, ja. Also wir waren im Kurzen drin und der Lange gefällt uns besser. Ist einfach mehr Raumgefühl noch. Sehr schön. So, dann habt ihr Sandbleche mit drin. Das ist zwar auch A, gut für die Optik, B, wenn du mal irgendwo gegenfährst. Zum Ausgleich, zum gerade stehen. Zum gerade stehen. Ja. Achso, die gehen ein bisschen hoch, oder? Ja, wenn man sie drunter stellt, je nachdem, und ein Steinchen drunter und noch so Rampen, dann kann man sich dementsprechend ausgleichen. Was ist das für ein Dialekt, in Österreicher? Heidelberger. Heidelberger. Deutsche, ja. Ah, Deutsch? Ja. Ich dachte jetzt in der Nähe von Linz, das kleine Heidelberg. Nein, das ist genau. Du bist Deutscher, hergekommen wegen deiner Frau? Ich bin ausgewandert nach Griechenland, habe da meine Frau kennengelernt und dann bin ich nach Österreich ausgewandert. Aber nicht akzeptiert in Österreich? Ich bin gut integriert, ja. So, ja. Ich meine, als Mann von der Ärztin muss man auch sagen, ja, dann, sie muss ja nicht, nee, war Spaß. Sie macht das ja mit viel Leidenschaft. Das heißt, den Leuten hinzufahren bedeutet ja auch, du musst da wirklich, wenn da, liegt hier schon mal Schnee oder ist das seltener geworden? Na, ist seltener geworden. Ja. Also ich hatte jetzt einmal Schnee in den 2 Jahren in Österreich. Ja. Ganz anderes erwartet, ja. Meter hoch Schnee. Mhm. Aber bei uns ist es nicht so. Das ist auch der Klimawandel kommt hier an, oder? Wahrscheinlich, ja. So ist das. Mhm. So, als du jung warst, warst du Schlittenfahren hier noch? Ja, ich kann das tatsächlich gefühlsmäßig sehr gut bezeugen, dass das Auswirkungen hat, denn früher haben wir Schlittenfahren bei uns da in dieser Gegend auf den Straßen, auf den Hügeln machen können. Jetzt geht da nichts mehr, das ist unvorstellbar. So, der hat jetzt wie viele Türen? Auf der anderen Seite auch eine? Nein. Eine Schiebetür. Eine Schiebetür. So, da vorne sind Boxen, gefällt mir echt gut. Aber es ist innen, ihr kriegt da wirklich, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, was nur Männer verstehen können, aber mach mal bitte auf, dass wir den mal sehen. Ist das okay? Ja, klar, natürlich. Du weißt, nee, okay. Das ist so schön geworden. Ihr habt das Polster in der Farbe bestellt. Besser geht nicht, oder? Das Lieblingsfarbe meiner Frau. Ja. Orange. Ja. Ja, es ist so eine Mischung. Es ist so ein Filzorange. Sieht richtig toll aus. Das ist die Schurwolle. Das ist Schurwolle. Ja, 100% Schurwolle. Loden, extrem gut zu reinigen. Nicht gut zu waschen in der Waschmaschine, aber wenn man schnell genug ist, bringt man auch Kaffee da ohne Probleme weg. So, Bimobil hat das Gewürzregal, ihr habt die Hängematte-Halterung. Könnte man vielleicht so vergleichen. Ja, ist so, weil der Chef hat immer gesagt, bei mir ist immer ein Gewürzregal drin. Und ihr habt eine Hängematten-Halterung, die auch richtig was kann, oder? Ja, richtig. Du brauchst nur noch einen Baum, um deine Hängematte spannen zu können. Und ja, macht echt Spaß, am Fahrzeug zu hängen. So, das ist euer System. So oder so ähnlich sehen die alle aus. Du hast das ja vorher angeschaut. Mhm. Keine Seitenschränke? Keine Seitenschränke, ne. Dass wir ein bisschen mehr Breite in Liegefläche haben, ein bisschen mehr Platz beim Schlafen. Ihr habt irre viel Platz. Ihr habt ein Aufstelldach, habt ihr auch drin? Aufstelldach haben wir auch drin, ja. Aber hauptsächlich wegen der Höhe dann, oder? Genau, wegen der Stehhöhe dann, ja. Verstehe. Wobei ich sagen muss, ich schlafe gern oben.
Okay. Das ist ja, es gibt ja viele Paare, die schlafen auch mal gern getrennt. Also das die sagen, also dass man sagt hier, der eine dreht sich zu oft oder so, ja. Auto wackelt ja. Genau. Mach mal bitte hier einen Auszug mal auf, dass wir mal reingucken können, was ihr so drin habt. Du hast ihn noch mal wie lange jetzt? Ich habe ihn jetzt ein bisschen mehr als 2 Wochen, glaube ich. 2 Wochen. Ja, ja. Sag mal, was machst du gegen Werterhalt bei Unfall? Also das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Die Kiste wird ordentlich beschädigt, du kriegst das Auto nicht mehr. Gibt es da eine Versicherung? Es gibt eine Versicherung, ja. So eine Werterhalt? Gibt es ja. Weil du brauchst ja eigentlich ein Gutachten jetzt für das Auto, oder? Unfall denke ich erst gar nicht. Ne? Das macht mich ganz nervös jetzt schon. Ne? Nee, ich frage trotzdem. Ja, ja, klar. Ne? Wir, ja, klar, weil ich jetzt merke, Kaskoversicherung, der Innenraum ist extra versichert. Nee, es geht mir nur darum, weil wenn der jetzt an Wert gewinnt, ja, und die Versicherung kommt und sagt, naja, der ist ja schon 3 Jahre alt, der hat schon 100.000 Kilometer drauf. Verstehen die das, dass der Wert bleibt? Natürlich sichert man sich da am besten mit einem Wertgutachten ab, aber ja, also grundsätzlich werden die Fahrzeuge Vollkasko von den Kunden versichert. Ja, ist klar, ich denke nur für den Fall der Fälle. Ja, also das ist jetzt Zirbe. Zirbe ist optional, das heißt, ich kann sagen, ich will Zirbe oder auch nicht. Oder wie? Genau, wenn es einen stört, dann könnte man viele Dekore machen. Zirbe wäre unser Standard, den wir empfehlen, und das hat es auch noch niemanden gegeben, der sagt, geht gar nicht. Es gibt aber auch lackierte Oberflächen oder. Das ist die Aquabox, besser geht nicht. Batterie ist eingebaut, komplett autark, kein Kabel. Genau, kein Kabel, nichts. Wir können eine Woche, das war auch der Plan am Anfang, eine Woche komplett autark irgendwo stehen, sofern wir so viel Wasser dabei haben. Und es klappt ganz gut. Also, sag mal, deine Frau holt ein Notfallpack mit, auch für alle Fälle? Also haben wir dabei. Wir haben immer einen Notfallkoffer dabei. Genau. Notfallkoffer, genau. Was ganz wichtig ist, denn man ist ja Ärztin immer. Richtig. Das ist so. Das heißt, du fühlst dich wohl? Ich fühle mich wohl. Gut. Wirklich, wirklich. Ist alles wunderbar. Das ist so. Gab es den Fall schon mal, ihr wart unterwegs, sie konnte helfen? In den 2 Wochen jetzt bisher nicht. Nee, aber vorher, wenn ihr mal auf Reisen wart? Nein. Nee. Also da zum Glück habt ihr da keinen Fall gehabt. Weil es gibt ja viele Sachen, wie zum Beispiel allergischer Schock, Bienenstich, die Leute sind nicht da. Mhm. Es lohnt sich ja, sich ein bisschen vorzubereiten, wenn man unterwegs ist. Und man ist jetzt ein bisschen Offroad, fernab von den Sachen. Jetzt hast du eine Frau, die kann das. Mhm. Aber ich sag mal, habt ihr Kurse, die ihr schon mal gebt? Also so Offroad-Kurse oder so? Ist tatsächlich in Planung, dass wir jetzt, wo wir ja, mehr Kunden haben, dass wir dann auch die Community da ein bisschen schärfen und den Spirit leben und in Offroad-Kursen natürlich auch sehen, was die Roamer tatsächlich können. Das ist wasserdichtes Holz, das heißt, das sind Siebdruckplatten oder was habt ihr genommen? Ja, richtig, Multiplex wasserfest verleimt. So, das sind jetzt 2 Sachen. Ich merke, Pushlock habt ihr verwendet, das ist außergewöhnlich, nimmt kaum jemand. Ja, ist für uns aber da einfach eine gute. Mach mal bitte auf, der mittlere. Das wird er mal sehen. Das oben wäre dann gleichzeitig der Tisch. Genau, das Tisch, Ablage, alles Mögliche. Nochmal Tisch, kannst also hier kochen sogar, genau. Kannst es drauf machen. Ein Kochmodul habt ihr auch? Wir haben einen Gaskocher dabei, okay. Wir haben einen Scotty Grill dabei, also wir könnten räuchern, könnten wir auch, also alles dabei. Was hast du nochmal vorher gemacht? Also ich komme aus dem Qualitätsmanagement, habe dann aber irgendwann mal alles hingeschmissen und habe ein Restaurant aufgemacht. Und bin jetzt aber in der Praxis meiner Frau mittätig. Das ist gut, ja. Zusammen, ja. Okay. Ja. Das ist ganz wichtig, also dass ihr ein gutes Team seid, weil sehr ständig und ever. Das heißt, du hast deinen Lebenspartner gefunden? Richtig, habe ich, ja. Das ist ja wichtig. Ja. Das ist ja schon viel Stress, muss man sagen. Also Allgemeinärztin, was da ist, also ich sag mal, die Zeiten haben sich wirklich geändert. Oder? Gerade in den letzten 2 Jahren war das etwas sehr stressig, ja. Und wir sind jetzt froh, dass wir so ein Werkzeug haben, dass wir den Stress abbauen können. So, hier vorne bitte einmal, also man macht's raus, einmal den zweiten Auszug mal öffnen. Mit den Schwerlastauszügen ist eine Besonderheit, die kann man mit einer Hand bedienen. Man kann es gar nicht oft genug sagen, weil alle Leute, die sagen, brauche ich nicht, das ist nicht wahr, denn aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, wir hatten bei Morillo Schwerlastauszüge mit 2 Händen, ist blöd. Ja, definitiv. Wir kennen es nicht anders und möchten es auch nicht mehr anders. Ab wie viel 1000 Boxen kriegt man denn seinen Namen eingraviert? Tatsächlich ab 500 Stück pro Einheit, also pro Größe. Also ihr habt 500 Stück pro Größe bestellt. Ich krieg doch eine mit, eine kleine, oder? Kann ich mir eine mitnehmen? Das lässt sich regeln. Okay, weil das ist so Wahnsinn. Und obendrauf die Platte, das sieht so wertig aus, oder? Ja, ist es auch.
Wirklich, oh, ja. Wenn du die mal kurz anhebst, mach mal, dann gucke ich mal drunter. Das ist alles Schreinerqualität, alles. Ist es hier verklebt, oder? Genau, das ist verleimt. Mit PU-Leim, richtig. Ja. PU-Leim, das hält für die Ewigkeit. Du hast drei Berufe gelernt. Du bist unter anderem Landwirt. Das richtig, heißt, weil dein Vater Landwirt war, oder bist du aufgestanden und hast gesagt, ich werde Landwirt? Nein, tatsächlich, weil ich Sohn einer Landwirtsfamilie bin. Ja. So, hast aber irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr mit dem Trecker GPS gesteuert. Ich nehme an, ihr habt so eine Hacienda so groß wie Argentinien und seid hierhin abgefahren. In Österreich gibt es ja freie Flächen en masse. Das ist überhaupt kein Problem. Also keine. Ja, genau. Es wird immer härter, Landwirt. Richtig, oder? Ja, wobei es wandelt sich wie alles auf dieser Welt, und ich sehe trotzdem positiv in die Zukunft. Und ja, ich habe gestern zum Beispiel ein YouTube-Video gesehen, wo kleine Robotoren einspurige Saatwege gehen, sozusagen, die das Korn einzeln ins Feld setzen. So spare ich mir sogar das Traktorfahren. Ja, ihr habt für die Heckverkleidung habt ihr was Tolles gewählt. Die isoliert auch zeitgleich und macht dunkel. Das Ganze aus echter Schurwolle. Richtig, das ist unsere Eigenentwicklung. Das sind unsere Thermocover. Das ist ein Dreischichtaufbau. Außen Funktion, innen eine Aluminium-Luftpolsterschicht und innen, also und ganz, ja. Auf der Sichtfläche dann wieder unsere Schurwolle, um das Feeling im Roamer zu komplettisieren. Und die Strahlungskälte ist dann draußen. Ist er dicht, wenn drin Licht ist? Hast du mal probiert? Es ist komplett dunkel. Ist dunkel. Komplett. Ja. So, dann hier oben Airline-Schienen. Das ist natürlich sehr praktisch. Da kannst du alles irgendwie machen. Also man kann gar nicht genug Airline-Schienen haben. Hier könnte man zum Beispiel eine kleine Lampe hinhängen oder ein Zelt. Oder Frontrunner-Stühle könnte man hier auch hinhängen. Es ist so, dass wir da ein Airline-Schienen-Set für jeden VW T5 bis T6.1 Transporter haben. Das ist Plug and Play. Du brauchst nur einen Schraubenzieher. Bestellst du das Set bei uns im Webshop und montierst es. Es gibt auch ein YouTube-Video dazu auf unserem YouTube-Kanal. Du brauchst einen Schraubendreher. Du Nein, musst nichts bohren, nichts. Nichts bohren. Alles. Preis von der Zirbe? Ja, die Zirbe, da bist du ungefähr bei 200 Euro für das Verkleidungsteil. Für das hier? Und das Set, genau. Und das Set, das Airline-Set kostet, glaube ich, auch circa 200. Ist die Lampe drin? Ja, kann man mitkonfigurieren. Ja, mitkonfigurieren. So, das heißt aber auch, Lampe bedeutet, ihr musstet hier 12 Volt durchziehen, oder? Richtig, ja. Ja, viel Spaß. Ist eine enge Geschichte. Genau. Krass, ist das schön. So, das Ganze. Ah, ihr habt hier eine Akkulampe. Boah, alles neu. Funkgeräte, ja, Akkulampe. Ja, ich habe so Walkie-Talkies da. So. Mega cool. Wenn wir mal irgendwie rangieren müssen, genau. Das ist ja cool. Was ist da drin, hier in dem schwarzen? Da ist das Pedal-Lock drin. Das was? Das Pedal-Lock. Die Sicherung, okay. Für die, das so abschließend. Der Shepard habe ich das da reingemacht. Okay. Da haben wir noch ein Moskitonetz und noch eine Lampe. Was ist das da für ein Teil? Das ist das Moskitonetz für das Heck. Das ist für das Heck Moskitonetz? Das ist eine Campinglampe. Eine Campinglampe? Ja, ja. Okay. Du hast aber keinen irgendwie Elektroschocker dabei oder so irgendwas? Doch. Doch. Echt jetzt, ja? Kein Witz, als Taschenlampe, aber ist leider außer Funktion. Gut. So, hier vorne sind so Bags oder sowas dabei. Wiederbeleben teilweise. Achso, für die der Defi, der Transportable. Genau. Was ist das für ein Ding? Das sind unsere Van-Bags. Da sind wir jetzt gerade in der finalen Phase und kriegen jetzt die ersten Serienprodukte. Wir haben eben, wie schon mal erwähnt, in der Textilentwicklung auch unsere eigenen Leute, beziehungsweise einen Daniel, der sich darum kümmert. Wir haben für Roamer und auch andere Fahrzeuge eine Nachrüstlösung mit Magnetverschlüssen, die im Van und rund um den Van dann für Platz und Organisation sorgt. Und stellt sich hier noch ein Strap vor, dass du auch eine Tagestasche hast oder einen Adapter für dein Bike, wo du dann diese Tasche dann auch rund um den Van verwenden kannst. So, Kinder, es ist zu warm. Wir werden den Akku wechseln. Bis gleich. Teil 2. Das wahnsinnigste Auto der Welt, so kann ich zumindest sagen, gefahren von einer Allgemeinärztin in Österreich, damit sie auch ja auf jeden Berg kommt. Bis gleich, tschüss. Teil 2 von unserem Video. Wichtig ist, glaube ich, das Gesamtpaket, was ihr versendet. Das heißt, euer Anspruch ist eigentlich so gut zu bauen, wie der Hersteller bauen würde, wenn es sowas ab Werk geben würde, oder besser. Sehr gut zusammengefasst. Ja. Und das alles mit einem guten Gewissen.
Erstausrüsterqualität. Also ihr seid die Zirbenholz-Spezialisten. Allein die Tatsache, dass ihr diesen Magneten entwickelt habt, ja, der, wenn man ihn abnimmt, so reduziert ist, dass du ihn quasi gar nicht wahrnimmst, oder? Mhm. Richtig, man merkt ihn gar nicht, fällt gar nicht darauf. Ja. Linke Seite genauso? Genau. Ich habe das gesehen mal bei Adria. Die haben das mittlerweile im Konzept übernommen, wo die Taschen aufhängen mit allen drum und dran. Ich glaube, die hätten es dann wahrscheinlich vor euch entwickelt. Aber das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Okay. Also die auch wirklich interessante Fahrzeuge bauen, aber nicht auf T6. Das heißt, das sind dann immer größere Fahrzeuge. Der T6 ist ja von der Handlichkeit her schon das Ding, oder? Ja, gerade wenn man frei reisen möchte, mobil sein möchte und so alles etwas sehen möchte, ist der T6 einfach eine super kompakte Größe mit allen Möglichkeiten, auch eben im Allradsegment, wenn man das möchte. Da haben wir jetzt dort ein Element, das nicht eine volle Tasche ist, sondern eben ein auch wegklappbares Staufach darstellt. Und das Ganze wird es dann eben auch in 30x30, 60x30, so wie auch dort drüben 60x30. Das habt ihr selbst entwickelt? Komplett, ja. Und das wird wo gefertigt? Die Prototypen sind alle da im Haus gefertigt und wir haben einen relativ regionalen Partner in Tschechien, mit dem wir auch reden können, was in Krisenzeiten oftmals sehr, sehr wichtig ist. Ist das weit weg, Tschechien, von USA? Nein, in dem Fall fahren wir da 1,5 Stunden bis in die Fertigung. Das ist krass, denn ihr habt ja ganz andere Zugriffsmöglichkeiten, weil er geografisch quasi fast im Balkan liegt. Ungarn ist auch nicht weit weg, oder? Ungarn ist auch nicht weit weg. Dort haben wir wenig wirtschaftliche Verbindungen hin. Prinzipiell ist für uns so regional wie möglich der Anspruch und im besten Fall made in Austria. Und das ziehen wir eigentlich sehr konsequent durch. Die Tschechen haben einen unglaublich hohen Anspruch an Qualität, das passt zu euch. Also da entstehen ja Werke mittlerweile, wo du dir denkst, die bauen das besser fast wie in Deutschland. Die machen gute Sachen, oder? Ja, ist auch nicht überall gleich, aber wenn man dann unser Qualitätslevel, unseren Filter sozusagen drüberlegen, dann muss es einfach passen. Das ist so. Denn das Ziel bei euch ist nicht alles selber machen, sondern gute Partner zu finden, die das können. Zum Beispiel arbeiten, wenn irgendwas Schweres gemacht werden muss, Umbauten, Fahrwerke. Macht ihr das selber? Das machen wir alles selbst, ja. Macht ihr selber? Ja. Und wer macht das wohl? Der Fabian und der Andi. Die können das. Haben wir das schon mal gemacht. Ja, im Endeffekt macht es aber jeder unserer Caravan-Techniker. Den Caravan-Techniker, wie er in Deutschland existiert, gibt es ja in Österreich nicht. Und so sind wir als Easygoing auch die Ersten, die den unter Anführungszeichen ausbilden. Ja, interessant. Du kannst hier die Tür öffnen und der Schalter sieht so aus, als wäre er von Volkswagen eingebaut worden in Zirbenholz. Fast, ja, genau. Das war krass, oder? Mhm, ja. So, dann die Lichtintegration, da sind wir eben drauf eingegangen, hier die Schließmechanismus. Das heißt, du kannst also von hier, kannst du noch öffnen als Notausgang? Ich kann, wenn ich im Bett liege, die Tür öffnen, ja, und kann aufs Meer schauen dann. Hm. So, ich sehe schon, du hast das Bild, was passieren wird, vor deinem geistigen Auge schon gespeichert. Genau, das wird passieren, ja. Habt ihr überhaupt Zeit zum Wegfahren? Wir haben Zeit, wir werden in 2 Wochen nach Kroatien das erste Mal richtig groß fahren. Für 2 Tage? Nein, für 5. Immerhin. Tage? 5 Tage, ja. Oder Wochen? Tage. Das heißt, die Anfahrt sind 2 Tage, die Rückfahrt 2? Nein, das sind 600 Kilometer, das geht, das hält sich in Grenzen. Das fahre ich auf einmal durch und dann... Sag mal, ist so ein Arzt, hat der auch mal irgendwann Feierabend? Nein, vor allen Dingen, weil wir die Praxis direkt im Haus haben. Also es sind 24 Stunden drauf. Wann ist Rente? 10 Jahre. 10 Jahre. Ja. Das heißt, also das Ding ist eigentlich genial für Kurzurlaube, wenn ihr mal unterwegs seid. Das heißt, genau. Das Wochenende optimal nutzen, aber auch am Wochenende. Ihr habt ja Notdienst teilweise oft. Wir haben einmal die Woche haben wir Nachtdienst. Notdienst haben wir alle 4 Wochen etwa. Ja, und wir müssen jetzt jede Chance nutzen und rausfahren mit dem Auto. Also 70er Jahre, Zahnärzte, Golf spielen. Na, das ist vorbei, glaube ich. Vorbei. Das ist vorbei, ja. Zahnärzte vielleicht heute noch, aber... Also auch Landärzte ihr, nicht mehr. Auch ihr habt gespart dafür. Das war jetzt nichts, wo ihr gesagt habt, komm, die Trinkgelder vom Weihnachtsgeschäft, die nehmen wir jetzt mal kurz in der... Na, das reicht nicht dann, glaube ich. Na. Ist so. Ja. Also ich bin... Ich kriege auch meistens Süßigkeiten von, also an Weihnachtsgeschenken. Und Süßigkeiten wollte der David nicht. Ja. Das ist so, komm. Unsere Währung. Ich zeig mal gerade, also wichtig ist ja, Kalifornien hat ja die Stühle und Tische alles integriert. Ja. Das muss man nicht haben. Also ihr habt, was hast du dich entschieden? Sag ein mal. Ein bisschen mehr, soll ich mal rausholen? Ja, hol mal raus. Ein bisschen mehr Komfort wollte meine Frau haben. Oh,
Was ist das denn? Ja, das zumindest ist der Beutel schick. Das ist mehr so ein Liegestuhl, so ein bequemer Hochlehner. Von? Oh. Ich glaube Reimer. Aber ich glaube, die gibt es überall. Das ist so eine. Ey, Leute wollen ja mal wissen, was das ist. Passt halt auch farblich zum Bus. Holiday Travel sieht aus, als käme man nicht aus Tschechien. Nein. Ich guck mal gerade. Wenn ich mal kurz reinsetze. Hast du schon mal Probe gesessen? Ja, natürlich. Der geht auch zurück? Der geht auch zurück. Kann man schön liegen. So, bleib mal da liegen. Cool, dann ist noch ein Tisch dabei. Was ist das für ein Tisch? Das ist so ein Bambustisch. Oh. Also was man alles reinkriegt, ist ja schon wichtig. Man muss sich ja bei so einem Auto massiv reduzieren, es sei denn, du packst noch eine Dachlast von 400 Kilo. Es ist aber dann immer noch zu viel. Ist immer noch zu viel. Gemerkt, ja. Moment, jetzt muss ich selber schauen. So rum. Also ich war jetzt im Urlaub und habe mir einen Flugkoffer gepackt, also den du mitnimmst als Reisegepäck in der Kabine. Mhm. Und das ist für mich der Maßstab. Ein Koffer, da muss alles rein. Mhm. So, und das geht. Bei uns ist der Koffer die Box. Eine also Box. Eine Box. Da sollte man gut Platz finden. So. Aber natürlich muss man Campen auch üben. Also keiner unserer Kunden darf annehmen, wenn er frisch dazukommt, dass er von erster Minute an campen kann. Mhm. Man wird lernen, sich zu reduzieren. Bau auch den das erste Mal auf. Warte mal kurz, du bist da vorne eingeklemmt. So, ja. Ist gut. Das erste Mal. Martin, wenn du mir gerade mal eine Weltpremiere. Aber so. Wir helfen unseren Kunden auch bei. Online bestellt? Den habe ich online bestellt. Du hilfst ihm bei? Bei den ersten Erfahrungen. So, das heißt, er hat die Verlängerung. Du kannst ihn also entweder als Bartisch nehmen. Genau. Oder als Essenstisch. Ja. Du kannst auch diesen Stuhl, kannst dich legen oder kannst sitzen. Auch das ist. Ihr habt vorher schon gecampt eigentlich? Ich ja, meine Frau, also nicht im Auto, gezeltet hat sie schon. Ja. Preis von dem? Ich glaube, alles zusammen um die 200 Euro. 200 zusammen? Ja, mit den Stühlen. Zwei Stühle, ich zeig mal gerade. Also Camp vor, der ist es nicht von euch, oder? Nein, das ist die Remo Eigenmarke, die man auch bei uns bekommt. Achso, den habt ihr geliefert? Ja, das können wir liefern. Genau, also wir sind eben auch Reimo-Partner, das heißt, gerade wenn es eben ums Finish bei so einem Roamer geht, geht es oft um Zubehör, um Kleinigkeiten, wo wir halt schon viel in den Fingern hatten und wo man auch sagen kann, okay, der Sessel passt preis-leistungsmäßig, der Tisch ist okay, wenn er dir nicht zu groß ist, dann kann man den definitiv nehmen. Also auch da sind wir Feedback-Partner. So, und das Bambus ist ja sehr, sehr widerstandsfähig. Hier vorne, ihr seid ja die Zirbenholz-Profis. Hier sieht man überall Zirbenholz. Das Schöne ist, wenn der Duft mal nachlassen sollte, das wird passieren, ja, dann kannst du einfach neue Fronten austauschen, dann hast du wieder ein bisschen Zirbenholz. Ja? Das würde gehen, aber anschleifen ist auch schon die erste. Das langt. Ja, anschleifen ist schon mal ganz gut. So, dann, ich zeige mal gerade, das ist deine Steckdose, die du gewählt hast. Das ist universell, das heißt, du legst dich auf nichts fest. Du hast hier einen 12-Volt-Anschluss und kannst reinstecken, was du willst, unter anderem eine Lampe. Richtig, also unsere Philosophie geht dahin, dass wir da dementsprechend versatil bleiben. Eine Lampe, ein USB-Power-Inlet, alles das ist dort möglich. Eine USB-Steckdose beispielsweise ist im besten Fall dann schaltbar, weil sie sonst immer ein bisschen an Strom zieht und auch nicht immer state-of-the-art ist. Hier vorne, ihr habt Airline überall. Man kann gar nicht genug Airline haben, oder? Man kann nicht genug haben, aber es ist auch irgendwo die Kunst, es so dezent zu benutzen, dass es nicht drückt, weil es ist ein technisches System. Von dem her kann es auch aufdringlich werden, aber ich glaube, es gelingt uns ganz gut, das im Fahrzeug zu integrieren mit voller Funktionsfähigkeit. Ja, es gibt viel Airline-Schrott, muss man sagen. Also die glänzen, sind oft günstig. Ich habe mal eine günstige bestellt, funktionieren auch. Aber hier ist eine Besonderheit. Die sind alle rund, die haben eine ganz hohe Qualität. Ja, das ist alles mit einer sehr renommierten Firma in dem Bereich gemeinsam gestaltet, Längen und auch Farben. Wir gestalten unsere Roamer in drei verschiedenen Aluminium-Eloxal-Farben. Das heißt, in dem Fall ist Silber gewählt. Es gibt aber auch noch Dunkelgrau und Schwarz. Was ist das für eine Leiste? Ist das Licht hier? Das ist indirekte Beleuchtung mit Dimmer. Das funktioniert über Fernbedienung. Der Frank schaltet uns schnell ein. So, die kenne ich aus dem Morello, die Fernbedienung. Die ist an den Markisen dran. Ja, ist ein kleines Modul. Ist ein Klassiker.
Das ist toll. Also indirekte Beleuchtung durch nicht zu ersetzen, Frank. Mhm. Wenn du irgendwo mal sitzt und machst mal kurz Licht an. Was ist vor deinem geistigen Auge in 10 Jahren? Dann bist du 58. Dann bin ich Vollzeit-Vanlifer. Rentner. Rentner, ja. Dann geht's Leben los. Ist das nicht zu spät? Ich hoffe nicht. Nee. Ich hoffe nicht. Na. Du fühlst dich alt schon? Nein, optisch ja, aber nö. Der Körper sagt, ich bin es. Der Körper sagt. Ist ja so, die Leute früher so, ich meine, die sind in Rente gegangen, so mein Opa war Pensionär bei der Bahn, da war vorbei dann irgendwann mal, der, wenn ich dem gesagt hätte, ey, setz dich in ein Auto und fahr nach Italien, der hätte mich für vollkommen bescheuert erklärt. Ja, na. Also ich glaube, da geht's Leben erst los, mit meinem Denken im Moment. Meinst du? Wenn wir Zeit haben, ja, auf jeden Fall. Weil uns fehlt jetzt im Moment die Zeit und dann haben wir sie, glaube ich, wenn wir in Pension sind. Ärzte sind immer gesund eigentlich? Was sind die Ärzte? Ja, ist so. Ja. So, Stress und so weiter. Zumindest nicht lange krank. So ist das. Ja. So, ich zeig's mal. Boden, da müssen wir ein bisschen drauf eingehen. Da ist nicht... Das ist ein interessantes Thema, sehen wir aber im besten Fall, wenn wir Richtung Einstieg vorschauen. Das ist jetzt das Ende der Airline-Schienen am Boden. Wir verbauen da das System der Firma Schnierle. Auch da sehr hochwertiger Partner, sehr hochwertige Komponenten, die uns Einzelsitze nachrüsten müssen. Wie viele Schienen sind drin? In dem Fall 3 und auch die Auszüge, die wir da sehen, sind eben über diese Schnierle-Schienen. 3 heißt 6. 3 heißt 3 Doppelschienen, insgesamt 6 Einzelschienen. Okay, das heißt, hier in der Mitte sind welche. Genau. Warte, ich zeig's mal gerade. Hier vorne sind welche. Einmal, zweimal, dreimal. Durchgehend. Und vielleicht ein kleines Detail, damit man sieht, wie viel Gedanken wir uns machen, sind natürlich die Abschlüsse, dass das alles verfugt ist, dass da kein Dreck reinfällt. Und auch der Übergang zu den Schnierleschienen. Da sieht man zum Beispiel wieder den Einsatz eines 3D-Druckteils, dass das einfach smooth geht und dass man sich da nicht mal den Finger aufhält. Das heißt, die Firma Schnierle hat das gar nicht im Programm, was ihr da habt? Nein, das ist alles, ja, das fällt uns auf. Sag mal, es hätte ja auch ein bisschen schlechter sein können. Das hätte der Kunde noch gar nicht gemerkt, wenn es jetzt nicht gesagt hätte. Ja, aber dann würde man wahrscheinlich nicht so gut schlafen. Gut, das heißt, dein Anspruch ist hoch. Du bist 31. Deine Eltern haben dich gut erzogen? Ich würde sagen, ja. Also wir sind beide sehr froh über unser Elternhaus. Aber was ist dein Papa? Mein Vater war Schreiner und hat da einen Betrieb gehabt mit bis zu 17 Leuten. Nein, aber die Schreinerei hat er aufgehört. Ein Bestattungsunternehmen haben wir ebenfalls gehabt. Und ja, vermutlich ist da uns das Unternehmertum etwas in die Wiege gelegt geworden, ohne dass wir es gemerkt haben. Und vor gut 10 Jahren haben wir uns gefunden, der Martin und ich, und da hat sich dieser Weg entwickelt. Vor 10 Jahren warst du 21. Richtig. Da denken viele an Rave. Wir denken eher an Hip-Hop und Jams und Graffiti, wie man auch hier spürt, glaube ich, wenn man am Standort ist. Unternehmer sein heißt aber auch ständig und immer, das heißt Wochenende, Kunden rufen an. Mensch, Es wird immer besser und das liegt halt einfach auch an dem großartigen Team, das sie wieder aufbauen. Bei uns ist es echt so, dass wir Menschen haben, die mithelfen, die vom Charakter her Weltklasse sind. Also wir würden keinen Menschen einstellen, den wir selbst nicht mögen. Du hast mich angestellt. Naja, aber selbst du bist sympathisch. Boah, selbst ich. Toll. Sag mal, die Tanks, die Wassertanks, macht ihr immer das mit dem Ding? Oder habt ihr mal einen Kunden gehabt, die gesagt haben, wir wollen einen festen Wassertank? Gab es das mal? Ja, vor kurzem erst. Die Grüße gehen raus an den Herbert und die Monika. Die sind jetzt gerade auf dem Weg nach Marokko. Dort dürften wir ein insgesamt 100 Liter Warmwassersystem in den VW T6 Roma bauen, wo wir einen Radkastentank aus Edelstahl gemacht haben und einen Unterflurtank, der in den Motorkreislauf eingebunden ist, sodass wir auch immer Warmwasser haben. Aber das Projekt müssen wir vielleicht dann ein anderes Mal behandeln. Das war ein sehr großes. Gibt es auf unserem YouTube-Kanal Projekt H. Projekt H. H wie Heinrich. H wie Heinrich. Das hat uns sehr gefordert, aber auch weitergebracht. So, die Reisebusindustrie hat euch
weitergeholfen. Aber das sind auch Rettungswagen zum Beispiel, die diese Stühle verwenden. Das sind Airline-Schienen. Du kannst also für solche Halterungen nicht irgendeine Airline-Schiene nehmen. Na genau, also da brauchst du ein zugelassenes M- und N1 zugelassenes System, das wirklich gut geprüft ist und auch in jedem Land zulassungsfähig ist. Da ist die Firma Schnierle auch ein hochqualitativer und zuverlässiger Partner. Wir setzen da dann auf das Easy-Leg-System, das man in verschiedenen Bussen ja auch kennt. Aber auch beim Sitz gehen wir die Extrameile, schicken in Österreich gefertigten Loden nach Deutschland zur Firma Agouti, kennt man vielleicht aus der Branche, und die polstern uns den in unserem Stil auf. Die Kombination an sich, so wie es da steht, gibt es nur bei uns. Jetzt nur bei euch, das heißt also echte Qualität, da vorne siehst du auch, wie du die Blinds ordentlich gemacht hast. Das ist auch neu, habe ich noch nicht gesehen von euch. Genau, also das ist ein Detail, das im Roma, wie wir gerade sagen, einfach am meisten entwickelt ist, am weitesten entwickelt ist. Das sind unsere Thermoverdunkelungen. Unten sieht man da jetzt das S7P im Aluminium-Einbaurahmen in der Echtholz, in der Echtglasoptik mit unserem Moskitonetz. Das ist magnetisch. Magnetisch? Stahl-Einbaurahmen. Ja. Hat das selbst gemacht? Oder? Alles selbst gemacht. Warte mal, ich zeige das mal gerade. Das heißt, das ist magnetisch? Ja, genau. Also... Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Dicht. Ja, es ist einfach eine gute, saubere Lösung. Und bei den Thermoverdunkelungen läuft das Ganze so, dass da das Ganze dann abschließt und dementsprechend hält. Das hält. Ist die Wärmebrücke schlechthin in so einem Fenster, oder? Ja, natürlich. Mit dem helfen wir da. Definitiv, dass das besser wird. So, auch hier. Soll ich dir den Sitz drehen oder das Dach aufnehmen? Sag mal so, wenn du gerade so sitzen bleibst, bleib mal neben mir, dann kannst du ein bisschen moderieren. Darunter ist der Wechselrichter, oder? Martin, wir haben da eine Dokumentenmappe. Passt, jetzt geht's. Und die Handbremse müssen wir ein bisschen anschauen. Geht sie geradeaus. So, und da drunter ist der Wechselrichter? Richtig, in dem Fall 800 Watt Wechselrichter, sodass man auch ein Rotwild-E-Bike ohne Probleme laden kann. Frank und Ingrid sind begnadete E-Biker und deshalb war das da einfach auch wichtig für uns, dass wir das mit ins Konzept reinbringen. Habt ihr Rotwild? Fast. Was ist denn fast ein Rotwild? Ein Scott. Ein Scott? Mhm. Naja. Nee, Quatsch, Scott ist super. Naja. Wir hatten heute den, ich komme vom Vertriebsleiter, Nanni da, ein Rotwild. Da ist man natürlich ein bisschen verscheißert, was das betrifft. Nee, Scott ist auch super. Also Gruß übrigens an Nico Ockenfels. So, beide sind gedreht. Hier oben überall Zirbenholz. Das ist das Material hier in der Gegend, oder? Nicht in der Gegend. Ich würde sagen, es ist halt einfach unser Material, das wir gern verbauen und verwenden, weil wir davon überzeugt sind und weil es einfach nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Man spürt das Holz, es gibt dann eine gewisse Richtung, aber es ist nicht aufdringlich und nicht zu, ja, zu linear. Nuss zum Beispiel wäre zu dunkel und so straight meistens. Und Zirbe ist genauso das Richtige. Wir machen ein bisschen Luft rein. Ihr habt kein zentrales Bedienpanel-Grab, wo ihr alles habt. Ihr habt das vieles vereinzelt. Hier oben ist die Autotherm. Das ist das Maß der Dinge. Ihr seid Autotherm-Spezialist. Wir sind Autotherm-Distributor, haben da die gesamte Garantieabwicklung in-house und sind da eben auch der Partner für B2B-Partner, der eben auch Händler bedient. Du hast einen Schalter? Ich habe einen Schalter, bewusst gewählt. Warum? Mir taugt das DSG nicht wirklich. Ich lasse es mal so stehen, ohne. So, wir öffnen mal das Dach. Sei mal so nett. Kann ich mal mitfilmen. Der Vorteil hier zum Beispiel ist eben auch, dass die Thermocover ihren Platz haben. Das bedeutet, sie sind auch während der Fahrt hier und müssen nicht extra verstaut werden. So wie hier und an der Schiebetür und auch hinten am Heckfenster. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich dann wieder zu Project Camper, wo du ja das Teil dann extra verstauen musst. Fürs Cockpit-Set setzen wir aber noch immer auf Project Camper, wo wir trotzdem von der Qualität überzeugt sind. So, wo geht das Ding hin eigentlich? Die
Das ist unsere Durchstiegsabdeckung für das SCA 192 in dem. Das wird aufgerollt oder nun genau, später? Oder unten unter die Matratze gelegt. Unter die Matratze, okay, das lasse ich gelten. Und man kann auch abschließen, um das Ganze dann wieder thermisch ein bisschen abzuschirmen. Du darfst mal thermisch mal durchlüften. Ja, ich kann das machen. Hier ist es ganz schön warm. Ja, es geht nur um die Kamera, nicht. Oh ja. Das ist natürlich toll, jetzt mal zu merken, oder? Das ist super. Mit kleinen Durchzug da, ist keine Stauhitze. Oben kann man ja auch noch aufmachen. Mach mal auf. Das ist schön. Auch hier wieder mal mein kleiner Hinweis. Du weißt, ganz oben ist ein Klettverschluss. Kennst du den schon? Ganz oben? Ganz oben für die Lüftung. Da ist eine Lüftung drin. Die kannst du betreiben, wenn alle Fenster zu sind. Okay. Das ist ja, siehst du mal, das Auto ist noch ganz neu. Das wissen viele nicht, aber der... Ja. Warte, ich zeig das mal gerade, wenn du die mal gerade aufmachst, oben. Da ganz, ganz rauf. Und einfach ziehen. Die oberste. Also einfach jetzt. Ganz oben. Ja, genau. Bisher hat es nicht gewusst. Dann haben wir, und ich habe die Übergabe persönlich gemacht, auf das Detail habe ich offensichtlich vergessen. Oh, das ist nämlich am höchsten Punkt noch ein Lüftungsding. Jetzt hast du richtig Platz hier drin. Da haben wir auch noch ein bisschen mehr Licht. Und theoretisch kann man das ja auch noch zur Hälfte aufmachen bis daher und dann hast du quasi Panoramic View von oben. Genau. So, hier vorne hast du noch 12 Volt drin, das finde ich cool. Überall habt ihr die Magnetverschlüsse drin, dann das hier, wie habt ihr das hinbekommen, dass es so gut hält? Ja, das ist halt eine bedachte Verarbeitungsweise und du musst halt das Dach sehr stark abbauen, damit das überhaupt möglich ist. Normalerweise ist hier ein weiß lackierter oder eine Gelcoat-Oberfläche, die aber für uns dann wieder die Optik zerstören würde und so ist das alles eine smoothe Geschichte. Das ist viel Aufwand, also viel im Detail, wo du Sachen siehst, die du normalerweise die blank gelassen werden. Da siehst du den Lack und so weiter, da verkleidet ihr. Das fängt hier an mit diesen Teilen, die da sind. Dann habt ihr hier ein Material gewählt. Ist das reinigungsfähig eigentlich, die Wolle? Ja, sehr sogar. Es gibt auch wieder da ein YouTube-Video von uns, wo wir zum Beispiel Kaffee auf das Ganze draufschütten. Wenn man schnell genug ist, zieht da nichts rein und du wischst das ab. Mhm. Also auch Schafe werden, wenn sie mal dreckig waren, wieder sehr weiß. Was für ein Spruch. So, setzt euch mal beide rein. Ich habe viele Fragen, die da sind. Denn es ist ja der erste Roamer, den du siehst, eigentlich. Ich meine, er hätte jetzt die Wahl gehabt, er kauft sich den hier oder kauft sich einen Ferrari F40. Das, nee. Der Frank, das haben wir öfter schon besprochen, der Frank hat mit dem Budget, das sie gehabt haben, jede Wahl gehabt. Er hätte jeden anderen T6 Transporter kaufen können, von jeder deutschen Firma, von jeder österreichischen Firma. Und er hat sich trotzdem für uns entschieden. Wie habt ihr das hinbekommen? Offensichtlich war man, das musst du den Frank sagen. Das war die Energy. Um es mal so zu sagen. Und die überzeugende Leistung, die Qualität. Das heißt, wenn du das ist schon Handarbeit, das macht schon viel aus. Die regionalen Sachen, es war uns auch wichtig, dass nicht irgendwas aus China kommt, sondern aus Österreich. Und das junge Team, das gut ausführt. Wir haben so viele Ideen gehabt und die haben es so ausgeführt, also traumhaft. Ich muss sagen, also es ist wirklich perfekt geworden. Das klappert nichts. Klappert was? Nichts. Ja, gar nichts. Muss es noch Urteil? Das, was klappert, ist meine Hüfte. Das ist die Hüfte. Ja, sonst klappert hier gar nichts wirklich. Ist das ein tolles Urteil, oder? Perfekt. Also danke, Frank, für die schönen Worte. Das ist wirklich wunderbar, so Meinungen von Kunden zu hören. Tut immer gut und treibt einen an. Armaflex habt ihr auch irgendwo? Ja, sehr viel sogar, also am Boden, hinter den Verkleidungsteilen, darunter noch eine Schicht Alubutyl, damit wir auch wirklich leise sind, was das Dröhnen betrifft, also überall geben wir uns da sehr viel Mühe, dass das sauber und gescheit gemacht ist. So, Thema Wetterhalt ist hier perfekt gelöst, das heißt also, man kann, sollte man sich jemals davon trennen, so ein bisschen wie die Rolex, die ich vererbe, das ist so ein bisschen, mach mal bitte zu, deinen Fliegenschutz oder Mückenschutz habt ihr gelöst über, sowas baut man nicht selber, oder? Na, das ist ein Blissé der Firma Remy, muss allerdings etwas angepasst werden. Aber wir sind, auch das klappert und scheppert nicht, auch wenn man Offroad unterwegs ist, es funktioniert einfach gut und das sind die Sachen, die uns halt wichtig sind. So, und dann zeigen wir nochmal hier eine Besonderheit. Wir hatten ja bei dem
Warte mal gerade, ich muss die AGC mal gerade anschmeißen, dass man auch ein bisschen was sieht. Ihr habt auch diese Teile alle verkleidet, habt hier vorne wirklich sinnvolle Expander eingebaut, damit du da was drunter machen kannst. Das kommt aus der Praxis. Genau richtig. Also das braucht man einfach, wenn wir mit unserer Familie unterwegs sind, dass man da Kleidung rein verstaut. In dem Fall ist es unser Staunetz für das SCA 192, gibt es aber genauso für das SCA 290 und für weitere Schlafdachmodelle ist bei uns bestellbar und auf jedes Dach montierbar. Das heißt, egal ob du einen Roamer hast oder nicht, hast du so ein Schlafdach, kannst du das montieren. Der Bausatz ist bereit. Krass ist, normalerweise quietscht das SCA-Dach. Und zwar, das hat hier Gummiauflagen. Mhm. Also das kenne ich zumindest. Aber hier ist es so, hier ist ja Filz auf Filz. Hier kann nichts quietschen. Also wenn das Dach unten ist, oder? Ja, das ist richtig. Genau. Ja, durch die Konstruktion geht nichts. Und das ist normalerweise Stoff. Auch da wird einfach unsere Schurwolle verwendet, um ja, den Kreis zu schließen. Ich bin stark allergisch, muss ich sagen, gegen alles, was Katzen, Hausstaub, ich merke die Wolle gar nicht. Also es ist, also du hast nicht das Gefühl, die wird ja nochmal gereinigt hier mit allem drum und dran. Was ist das für ein Raumgefühl hier drin? Also für ein, es ist eine gewisse eigene Wärme, die man spürt und auch durch das Zirbenholz, ganz tolle Energie hat es. Ja. Und es ist, kann man nicht beschreiben. Es ist sehr, sehr angenehm. Sehr Wohlfühlklima hat es schon fast. So, BMW hat ja so einen Spruch, Freude am Fahren. Audi, Freude am Stehen. Freude am Stehen, Freude am drin wohnen. So, was hast du vorne rein konfiguriert? 150 PS, wissen wir schon. 150 PS, Allrad, eine Sperre hat er hinten. Ich habe auf das digitale Cockpit bewusst verzichtet, weil ich so ein bisschen oldschool bin und denke immer, es geht kaputt und wollte nicht zu viel Technik. Mein Handy ist mir schon ausreichend. Das heißt, Steuergeräte hast du ausgebaut vorher? Ja, alles ausgebaut. Ausgebaut, ja, ja. Okay. Ja. Die Kennfeldzündung, nee. Es hat diesen Diesel. Aber der, ich wollte mal kurz. So, also das 192 ist hier, SCA ist ein guter Partner? Ja, sehr guter Partner, muss man sagen. So, du hast die Deluxe-Version, hast dich entschieden mit, mach mal auf, dass wir mal sehen, man kann hier Cabrio-Feeling machen. Hast du schon mal probiert eigentlich? Ich hab's mal kurz probiert, ja. Weil da hat es geregnet. Dafür hast du Zeit. Na? Na, es hakt ein bisschen. Das ist der Regenmantel von meinem Sohn auch immer. Wenn man ein bisschen runterzieht, das bauen wir mal gerade. Warte mal, ich helfe dir. Jetzt ist es besser. Ne? Die Spannung ist drauf. Ja, es geht mal hin. Das sind aber Kleinigkeiten, oder? Ja, das kommt einfach auch ganz drauf an, wie habe ich das letzte Mal reingefaltet. Warte, ich filme mal, ich hole mal die Kamera weg, dann geht es wahrscheinlich sofort. Wenn du mir gerade hilfst, bitte. Also das liegt jetzt nicht per se am Dach oder an der Verarbeitung, sondern ist, ja, neu. Ist einfach schlecht. Es gibt nur ein paar Mittel, die man verwenden kann, damit es nur smoother geht. Aber ja, hin und wieder zwickt es einfach. Aber man das muss auch lernen, mit seinem Camper umzugehen und das sind so Kleinigkeiten eben. Ist ja so, ihr seid ja nur so gut wie die Sachen, die Zulieferindustrie euch gibt. Das SCA-Dach ist State of the Art, das Stand der Technik, oder? Das 192er leider nicht mehr. Mal schauen, ob für den langen Radstand etwas Neues nachkommt. Da muss man sagen, dass das SCA 290 für den kurzen Radstand State of the Art ist. Von den Verschlüssen her, von der Bedienung her ist das noch um einiges besser als dieses, sage ich mal, Vorgenerationenmodell, aber wir können mitunter durch die Erfahrung... Du weißt, dass der Kunde gerade zugehört hat, ja. Ja, klar, aber es ist trotzdem noch immer für den langen Radstand das Beste. Aus dem Grund hat es auch der Frank. Also, warum bist du ehrlich? Du könntest das einfach sagen können, das ist das beste Dach der Welt. Hilft ja nichts, oder? Genau, was habe ich davon? Ja. Also wir können das Produkt natürlich durch unsere Erfahrung und durch das, dass wir schon ein paar eingebaut haben, besser machen und kennen den einen oder anderen Trick. Also das geht schon. Aber wenn ich sage, hey, du hast das beste Dach der Welt, irgendwann fällt es mir am Kopf, wenn ich selbst nicht davon überzeugt bin. So, was ist hier drunter unter dem Sitz? Das ist eine Steckdose plus das Panel für die Sicherungen und der Messschand. Schön zugänglich über die Magnete. Die sind da. Da ist immer eng, muss man sagen. Aber ist auch so, ihr habt eine eigene Abteilung. Du hast gerade eine Hand, wenn du immer gerade hilfst. Jetzt ging das. Die Steckdose. Genau, jetzt ging das Dach schon nicht zu. So, da vorne. Ist das auch mit Magneten, die Seite? Ist auch mit Magneten. Wobei, da ist der Schlauch der Standheizung drauf. Das kann man jetzt nicht so gut bewegen. Das Coole ist, im Zweifelsfall kann man servicieren.
Ihr habt Standard-Sachen, die du auf der ganzen Welt kriegst. Also gerade Victron ist in der Bootsindustrie, kriegst du. Habt ihr schon mal Sachen verschicken müssen, die kaputt gegangen sind? Ja klar, immer wieder im Urlaub, dass wir Bedienteile von Standheizungen oder Ersatzteile auch unseren Kunden nachliefern. Passiert. Wir haben das im Lager, die meisten Fälle, also zumindest die gängigen Bauteile, die wir täglich verbauen. Und ja, den Service bieten wir natürlich. Und wir haben täglich Paketversand. Ist ja nicht die Megatechnik hier drin. Das heißt, die Fahrzeugtechnik ist ja per se getrennt. Aufbaubatterie ist eine andere. Wenn da irgendwas passiert, du kannst ja jedem Volkswagen-Händler fahren, davon gibt es ja genug. Dann hast du ja, ich sag mal, Victron, du kennst dich ein bisschen aus mit so Elektro? Elektro ist nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja, die Medikamente. Medikamente schon, ja. Gut, verstehe. Muss man auch nicht, oder? Nein, absolut nicht. Also wir machen das so, dass es benutzerfreundlich ist und damit man das bedienen kann, auch ohne Elektrikkenntnisse. Ja, ihr habt hier vorne ein Touchpad zum Einschalten verwendet. Das ist ein Kippschalter für den Inverter. Ihr habt einen Kippschalter verwendet. Genau. Damit jetzt jeder wird irgendwie ein Android oder hätte Nook angeschlossen oder. Ja, beim Taster kriege ich ja kein Feedback, ob der jetzt ein oder aus ist. Und da habe ich zumindest die Markierung ein und aus. Von daher. Ihr habt euch erziemt, einen Schalter hinzumachen. Ja, natürlich. Gott. Das heißt, man schaltet ihn aus. Jetzt habe ich 230 Volt auf der Dose. Solar, hast du Solar geholt? Ja. Wie viel? 220 Volt. Watt? Genau. 220 Watt. Genau. Und die Batterie 80 wieder? 100. 100. Mhm. Boah, jetzt wolltest du es wissen, oder? 100 Amperestunden. Langt dir das? Reicht. Reicht. Reicht dicke. Okay. Ja. Ist sie voll? Guck mal. Die ist voll, ja. Ach, los. 94,3. Ja, 94,3 ist keine UKW-Frequenz, sondern. So, wir machen das Dach runter, gucken wir mal drauf. Liegekomfort, habt ihr schon mal Probe geschlafen? Das ist mit der. Ja, mal runter. Vorsicht. Was geht's? Halten wir mal ein bisschen auf. Ja, das ist gut. Machen wir runter. Also, ich schlafe gerne oben. Ja, warum? Das ist einfach schön. Die Aussicht ist gut. Ich habe viel Platz. Ich fühle mich da echt wohl. Total luftig, wenn ihr hier oben bist oder Zelt, oder? Ja, es riecht sogar noch ein bisschen nach Holzkohle vom Grill letztes Wochenende. Ja. So, hier ist ein Fenster, da kannst du, wenn es regnet, mal. Genau. Kannst du mal aufmachen. Ja, ich bin stolz auf dich, dass du das Auto dir gegönnt hast. So eine wichtige Entscheidung, habt viel Geld investiert, aber ihr habt auch viel gearbeitet dafür, muss man sagen. Kann man sagen, ja. Das ist so, und ihr habt das im Prinzip euch was gegönnt. Genau. Das Leben ist endlich, oder? Ja. Gut. Ja. Hast du dich gefreut beim Abholen? Du hast geweint? Immer noch. Ich freue mich immer noch jeden Tag, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn im Garten stehen sehe. So, du musst ihn fahren. Komm, wir drücken mal hoch. Dann gehen wir nochmal raus, machen Abmoderation. Ich habe bestimmt noch 10.000 Sachen vergessen. Wenn ihr so ein Auto haben wollt, dann müsst ihr nach Wels fahren. Wels liegt in Oberösterreich. Österreich liegt ungefähr zwischen Tschechien und Deutschland. So. Genau, also für diejenigen, die Österreich nicht kennen, wir sind im Süden Deutschlands. Südöstlich von Deutschland. Und ihr habt es gesagt, ihr seid nahbar, man kann euch anfassen. War das erste Gespräch eigentlich mit den Jungs? War das herzlich? Das war sehr herzlich, ja. Ich war, glaube ich, mit meiner Frau hier das erste Mal. Oder war das im Steinbruch? Na, ich glaube, wir waren hier. Genau, wir waren in der Nähe, wir waren in Urlaub. Haben wir gedacht, wir fahren mal vorbei. Und irgendwie hat es lieber auf den ersten hier Blick. Vorne, das sind so Graffitis sind hier überall. Und das ist ja nicht seriös, oder? Schon sehr seriös, ja. Na, nicht hier vorne, das ist nicht asphaltiert, der Boden. Na gut, das können wir vielleicht mal verbessern, ja. Könnt man Rasen sehen. Ihr seid auf Miete. Ihr habt es ja hier schön gemacht, 30 Leute. Ihr seid eine große Familie, oder? Ja, es ist einfach wichtig, dass die Stimmung passt. Und nur so können wir auch Großes schaffen. So, und zum Abschluss dieser fröhliche Mann, den wir gerade mal zeigen, der da ist. Das ist Kunst. Wer hat das gemacht? Ja, es war da ein Kunstprojekt der Stadt Wels zu Gast. Es waren ungefähr 60 Graffiti-Künstler bei uns am Gelände, wenn man sich da umschaut. Sind sehr, sehr, also wenn man sich da ein bisschen
reinversetzen kann. Das sind technisch und auch artistisch sehr, sehr hochwertige Pieces dabei, wie man so schön sagt. Ist übrigens in Saarbrücken gibt es eine Kulturmeile, da haben die Leute aus der ganzen Welt eingeladen, die das gemalt haben. Das ist eine Kunst, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben, was die leisten, weil du kannst ja mal probieren, das einfach mal auf dem Blatt zu malen, das geht schon nicht. Na, das, und dann musst du noch das Handwerk bewerben. Oh, ja, da vorne ist ein Kind, das bläst ein Alpenhorn. Das ist allein schon sensationell, oder? Genau, ja. Das Kunstwerk hat auch tatsächlich 4 Tage in Anspruch genommen und bei 35 Grad und Sonnenschein haben sich die Künstler da echt ausgetobt und wir sind super happy damit und Shoutouts an alle Künstler, die das machen. Macht weiter. Haben so Tags haben die immer oder Namen? Ja, genau. Wo ist der Tag von dem? Da ist jetzt der links oben. Ich kenne den leider jetzt nicht persönlich. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine deutsche Crew gewesen. Obskur, ja. Krass. Also super Typen waren das auf jeden Fall. Die waren da. Mädels, da vorne die. Warte, sag mal. Honey, das letzte Ding, das letzte Piece. Welches denn? Sag mal. Das gelb-violette links hinter dem Pro Ace. Ah, das sieht aus wie. An der Sandscheinwand bei mir am letzten Objekt. Hey, das ist wirklich Pro, oder? Ja, das ist absolut Pro. Das ist die Honey, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, super Arbeit gemacht. So, hier stehen schon Fahrgestelle. Ihr habt viel Platz, um das Ganze zu erweitern. Wir sind bei Easy Going in Wels in Oberösterreich. Wir sind eine Stunde von Passau circa entfernt und liegen eigentlich sehr zentral in Oberösterreich. Das heißt, die A1 läuft da durch, also die Hauptautobahn. Es gibt auch eine Bundesstraße 1, nicht verwechseln. Genau, die B1 läuft direkt bei unserem Gebäude vorbei. Also uns wird man finden. So, ich zeig mal gerade, was kommt mal mit. Also wenn es ein bisschen größer sein darf als ein T6, weil viele sagen ja, naja, wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann nehme ich keinen T6, dann darf es auch gerne ein Fiat Ducato sein zum Beispiel, da habt ihr neue Projekte. Genau, wir sind am Fertigwerden unseres Bausatzes für den Fiat Ducato, da gibt es dann den Roma XL, ist momentan der Arbeitstitel, wo wir dieselben Materialien, die wir gerade gesehen haben, und noch viel mehr funktionale Sachen in solche Fahrzeuge bauen. Wir bauen jetzt dort eben diese beiden Ducatos und 6 MAN TGE 4x4, wo wir eine Limited Edition mit ja, so allen Anbau- und Umbauteilen machen werden. Sind die schon verkauft? Oder? Nein, die sind tatsächlich noch zu haben. Unser Ziel wäre es, in Düsseldorf diese 6 Fahrzeuge zu verkaufen. Ja, ich glaube, das wird früher gehen. Schauen wir mal. Das heißt, wir sehen uns in Düsseldorf. Ich komme vorbei, ich filme weiter. Da hinten stehen übrigens die TGEs. Davon habt ihr wirklich 6 bekommen, oder wie? Ja, aktuell haben wir jetzt 2 am Hof stehen. 4x4? Ja, alle 4x4. Wir machen da eine Limited Edition Serie draus. Und ja, die restlichen 4, die kommen noch. Oder 3, 4. Mhm. Die kommen noch. Ihr habt alles hier auf Vordermann gebracht. Man sieht es schön. MAN, das sind sehr begehrte Fahrzeuge. Die Fahrgestelle wurden immer teurer jetzt in letzter Zeit. Oder? Ja, das ist leider diesen verschiedenen Krisen geschuldet. Ja, hilft nichts. Das Leben geht weiter. Die Autos sind ja keine Fahrgestelle. Also TGE 380, tolle Autos. Automatik? Automatikgetriebe, DSG, 4x4, 180 PS. Ja, nehme ich. Zu fahren. Ja, glaube ich dir. Würde ich auch gerne. Hab viel auf dem Hof, hab viel investiert. Ihr seid noch jung, du bist 33, Kollege ist 31. Mhm. Gab es schon mal so Momente, wo du dachtest, ey, das ist schon ein großes Rad, was wir drehen, 30 Leute? Ja, natürlich. Es gibt immer wieder Rückschläge, die ja, einen zweifeln lassen, aber im Allgemeinen ist das Team einfach großartig und pusht einem immer wieder und so Menschen und Kunden wie Frank und seine Frau, die dir doch dann auch das Feedback geben, wie man vorher gehört haben, es baut einen einfach immer wieder auf und beschreibt, warum man das Ganze eigentlich macht. So, perfektes Filmwetter. Vielen Dank dir, Frank. Ich danke. Du fährst 2 Stunden zurück, knapp. Ja. Wo ist denn deine Frau, Vorname? Irmgard. Und ihr habt euch ja zufällig kennengelernt in, wo war es? Auf Korfu war das. Korfu, Griechenland. Ja, ich habe da gewohnt mal 5 Jahre und habe sie dort kennengelernt. Sie war im Urlaub. Du bist ein Aussteiger. Ich bin ein Aussteiger, ja. Jetzt bin ich aber sesshaft in Österreich. Oh. Aussteiger, das Korfu. Mit der Sprache klappt es noch nicht so. Wir werden gleich noch 2 Sachen machen. Wir werden noch ein paar Fahrzeuge filmen. Nicht, dass ich will, aber ich wurde gezwungen. So machen wir es, aber es macht auch Spaß. Hier mal was Besonderes. Links ist dein Privatfahrzeug. Mach mal gleich ein Video. Das ist das Zugfahrzeug, natürlich mit Easy Inc.
Easy going. So, jetzt geht das noch drauf. Sport. Sport ist hier drin. Genau. Man sieht da einfach wiederum die Flexibilität des Systems, egal ob VW T7 oder Toyota Land Cruiser aus den 90er Jahren, es funktioniert. Es funktioniert. Und dann habt ihr hier eine Co-Produktion, da kann ich euch schon mal die Nase lang machen. Das ist ein Teardrop und das ist eine Co-Produktion mit wem? Mit der Firma ProCamp, die seit 2 Generationen Teardrop-Trailer bauen und jetzt bringen wir da ein bisschen frischen Wind in eine Kooperation. Der war nackt vorher. Der war nackt, so wie unsere Transporter. All das ist hier drin, da gibt es ein eigenes Video. Ja, vielen Dank. Rückfahrt ist da. Bist du ab und zu mal in Deutschland nochmal, Heidelberg? Ich bin 2 bis 3 Mal im Jahr in Deutschland, ja. So. Sag mal tschüss. Alle. Tschüss. Ja. Tschüss.